Eine Kooperation von Caritas, AMS und Sparmarkt hat in Ebenfurt Fuß gefasst. Bei diesem sogenannten Transitprojekt werden befristete Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen geschaffen. Die Perspektive ist, wie sich bei den anderen Märkten dieser Art zeigt, langfristig erfolgreich. Ziel ist die Reintegration am regulären Arbeitsmarkt. Für die Kunden unterscheidet sich der Supermarkt dabei weder im Sortiment noch in der Führung von einer anderen Filiale. Wir haben einfach gesehen, dass der Handel ein extrem großes Feld an Möglichkeiten bietet. Wenn man denkt Mobilität, es gibt in jedem kleinen Ort ein Lebensmittelgeschäft, das heißt, man hat überall Arbeitsplätze. Und wir haben gesehen, dass wenn wir nicht selbst den Sparmarkt in der Hand haben, dann ist es schwer, dass die Personen in allen Bereichen ausgebildet werden. Oft ist man dann nur bei der Regalbetreuung eingesetzt. Und wir können unseren Markt über die Personen in allen Bereichen qualifizieren und einsetzen. Wir freuen uns sehr, weil es wirklich ein Vorzeigeprojekt ist. Ein Supermarkt mit sozialem Mehrwert. Wir haben ja schon mehrere in vielen Bundesländern eröffnet. Jetzt kommt der zweite in Niederösterreich dazu. Das freut uns wirklich sehr. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier die Chance bekommen, in 6 Monaten zu zeigen, was ihnen liegt, die Stärken auch zu zeigen, ihre Talente zu zeigen. Und es ist großartig, wie viele dann auch übernommen werden können und fix einen Job haben. Und so haben wir im gesamten Jahr 2017 43 Mitarbeiter übernommen. Und das Tolle daran ist, bei dieser hohen Rate an Menschen, die wir übernehmen konnten, dass noch immer 39 bei uns arbeiten. Also Sie sehen, das ist wirklich ein Konzept, das gemeinsam mit der Caritas einen riesengroßen Mehrwert auch für die Gesellschaft erfüllt. Der Sparmarkt bietet 30 Transitarbeitsplätze. Die Beschäftigung ist auf 6 Monate befristet. Fantastisch. Gefällt mir sehr gut. Das ist eine neue Chance für mich und ich bin sehr glücklich. Mir geht es sehr gut, mir gefällt es auch. Also es ist angenehm und es ist auch unter den Mädels ein gutes Klima. Und wir freuen uns alle, dass wir Arbeit haben. Dass Leute einen Job finden, die nicht so einfach zu vermitteln sind. Dass sie nach dieser Zeit, die sie hier verbringen, in der freien Wirtschaft unterkommen, was uns im Regelfall bei mehr als 50% gelingt. Alles, was drüber hinausgeht, ist eine besondere Freude für uns. Und dass wir damit zeigen, dass Menschen, die von Arbeitgebern auf den ersten Blick nicht unbedingt als die Besten erscheinen, Dinge zusammenbringen, die man ihnen nicht zugetraut hat, die damit beweisen können bei Bewerbungsgesprächen, dass sie arbeiten wollen und können und dass damit zwei Seiten zufrieden sind. Betriebe kriegen gute Mitarbeiterinnen und Arbeitslose kriegen einen Job. Es wird erwartet, dass nach dem 6-monatigen Training viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit zum Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt sind. Grundsätzlich muss ich sagen, hätte man keinen Hut, sich einen kaufen und in Respekt und in Achtung vor der Firma Spar und grundsätzlich auch von der Caritas, dass sie Langzeitarbeitslosen hier die Möglichkeit, die Chance gibt, in Beschäftigung zu gehen und in letzter Konsequenz dann wieder in Beschäftigung zu kommen bis zur Pensionierung. Ich glaube, dass so ein Projekt nicht nur sehr wertvoll ist, sondern gerade in Zeiten wie diesen ganz, ganz wichtig.